Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 3.5.2018, 18 und 19. Wir schauen uns heute mal die Kryptowelt etwas genauer an, den Bitcoin-Chart an sich genauer an. Wir schauen uns an, was denn mit dem Death Cross jetzt los ist, ob wir jetzt bald den Golden Cross schaffen, was das für uns bedeuten könnte. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Davor noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe und auf meinen Twitter-Account. Würde mich freuen, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Der Account ist ziemlich neu. Unsere Telegram-Gruppe ist schon allgegenwärtig und eine wirklich super alteingesessene Gruppe aus wirklich Chartanalysten und auch Holdern. Das würde mich auch mega freuen, wenn ich euch da begrüßen könnte. Starten jetzt hier auf CoinMarketCap, wie immer, um uns einen generellen Überblick über den Markt zu erschaffen. Wir haben jetzt Ethereum, der den höchsten Wert seit Anfang März erreicht, bei $751. Ja, ein ziemlich guter Anstieg von Ether. Ether war jetzt wirklich ziemlich lange in einer Art Eiszeit. Wir hatten bei Ether einen extrem niedrigen Preis unter den Werten. Da gratuliere ich auch wieder an alle, die sich getraut haben, Ether einzukaufen, als wir den absoluten Dip gesehen haben, weil bei Ether war ja wirklich eine ziemlich depressive Stimmung. Und jetzt haben wir wieder die Wiederaufstehung sozusagen Ethers, auch wenn ich momentan nicht mehr ganz so von Ether überzeugt bin und mehr auf andere Projekte schiele. Wenn ihr davon mehr wissen wollt, was ich fundamental von gewissen Coins halte, schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch von Ontology. Ich habe nämlich sogar ein wenig Ontology im Portfolio und Ontology geht momentan richtig krass durch die Decke, auch OneChain. Wenn ihr da wirklich auch meine Meinung hören wollt zu fundamentalen Sachen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr denkt, okay, du Affe, red lieber über Charts, du hast keine Plattform von fundamentalen, dann schreibt es mir auch in die Kommentare, damit ich ungefähr weiß, wie ich mich da orientieren soll. Generell gesagt, Altcoins pumpen, IOTA 22% im Plus, mega krass, auf $2,60 hoch. Ich habe IOTA gekauft, das erste Mal in meinem Leben, unter $2 noch, also freut mich gerade auch mega, war es nicht geplant oder so. Alle meine Coins, die ich Langzeit halte, trade ich nicht, nur sehr einfach aus dem Grund, da ich Steuern vermeiden will. Das heißt, ich hole da nie Profit raus mehr, weil ich einfach das Ganze mittlerweile liegen lasse auf dem Ledger und da nicht mehr viel mache, weil es einfach keinen Sinn macht, bei großen Investments dann in einem Jahr dann Steuern nachzuzahlen müssen. Und die müsst ihr safe nachzahlen, wenn ihr die ganze Zeit hin und her tauscht, da ihr natürlich Gewinne realisiert, wenn ihr zu einem niedrigen Kurs einkauft. Gehen wir jetzt mal zum Bitcoin-Chart. Wir haben jetzt auch einen Bitcoin-Chart. Jetzt die Situation, dass dieser Golden Cross wieder knapp bevorsteht. Was ist der Golden Cross? Wir haben hier zwei Moving Averages, auf Deutsch gesagt, sind das gleitende Durchschnitte des Preises. Die rote Linie ist die 200-Tages-Linie und die gelbe Linie, ich wollte jetzt sagen grüne Linie, weil das letzte Mal grün war, aber die gelbe Linie in dem Fall ist die 50-Tages gleitende Durchschnittslinie, auf Englisch Moving Averages. Moving Averages werden genutzt, um einen allgemeinen Überblick über den Markt zu bekommen und die dienen sowohl als Support als auch Resistance. Ich habe meistens die 55-Day drinnen als generellen Indikator, wo wir uns momentan bewegen. Und dieser Death Cross, den wir gesehen haben, sprich, dass die rote Linie über die gelbe Linie crossed, das wird dann als ein sehr bearishes Signal gewertet. Und der Golden Cross, der uns jetzt eventuell bevorsteht, das heißt, wenn die gelbe Linie von unten die 200-Tages-Linie crossed, das wird als ein sehr bullisches Signal gewertet. Nur mal generell erklärt, Golden Cross, Death Cross. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut unbedingt mein Bitcoin Death Cross Video. Ich habe da ziemlich viel alte Daten verglichen, vor allem von den Stock Markets, und ich habe genau analysiert, wie sich so ein Death Cross im Generellen ausgewirkt hat auf die Investoren. Also generell wurde da verglichen eben Langzeitinvestoren, wie viel die da verloren haben, wenn sie durch den Death Cross gehalten haben, und da wurde das Ganze wirklich gut evaluiert in dem Video. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir diesen Golden Cross schaffen? Generell gesagt, es gilt für die Öffentlichkeit und für die Allgemeinheit, für die Kryptoinvestoren als ein sehr bullisches Zeichen. Genauso gilt aber der Death Cross als ein sehr bearishes Zeichen. Das heißt, wir hatten zwar einen Death Cross, aber wir hatten jetzt nicht diesen riesen Abverkauf, den manche hervorgesehen haben. Und wir haben da auch eine ganz interessante Korrelation in die Vergangenheit, denn wir hatten das Szenario, was wir jetzt sehen, fast 1:1 schon mal. Ihr seht das Ganze hier, wenn ihr gerade hierher schaut, auf diesen Bereich hier, da hatten wir ja schon mal diesen Death Cross. Wir hatten den Death Cross und wir hatten dann die 200-Day Moving Average Linie, die eben als Resistance, also über die 50-Day Moving Average Linie sich geschlichen hat sozusagen. Und was ist dann passiert, ist eigentlich genau das gleiche passiert wie jetzt auch. Es gab einen ganz minimalen Dip, der Markt wurde nicht wirklich davon beeinträchtigt und die gelbe Linie hat den Golden Cross schon wieder kurze Zeit später geschafft, was zu einem kleinen Uptrend geführt hatte, aber hier auch nochmal direkt die schlechte Nachricht,
Denn nach dem Golden Cross kann dann der richtige Bärenmarkt und die richtige Krypto-Eiszeit im Jahr 2014, 2015. Natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Wir hatten 2014 komplett eine andere Lage, wir hatten komplett andere fundamentale Hintergründe, die auch zu dieser Eiszeit geführt haben. Aber generell nur mal ein kurzer Anstoß, was denn so ein Golden Cross und ein Death Cross gerade beim Bitcoin in der Vergangenheit bewirkt haben. Was wir jetzt noch sehen am Daily Chart ist einfach eine Konsolidierung. Eine Konsolidierung heißt im Trading-Bereich oder im Chart-Bereich einfach eine Phase von Unentschlossenheit. Was macht man da? Am besten fast gar nichts, außer man geht auf die niedrigen Timeframes und tradet wirklich die kleineren Wellen. Die kann man natürlich schon traden, weil die Bewegung ist natürlich dennoch vorhanden. Wenn ihr auf BitMEX seid, ich empfehle ja immer BitMEX, weil das wirklich meine Number One Börse ist, wo ich selber am Traden bin und ich empfehle wirklich nur Sachen, die ich selber auch geil finde, dann würde ich euch empfehlen, auch mal auf ADA zu schauen und auf Ripple. ADA und Ripple bewegen sich momentan ziemlich extrem und da könnt ihr wirklich, was diese Swings betrifft, um einiges mehr rausholen als beim Bitcoin. Konsolidierung jetzt nochmal, Stichwort Konsolidierung, was macht man? Man schaut auf Support Levels und auf Resistance Levels, um eben weitere Schritte zu planen. Wir haben einen sehr starken Support bei den 6,9K etabliert und auch die 200-Day Moving Average dient jetzt hier als Support. Das heißt, wir haben jetzt mal bis 8,9K, 8,8K in dem Bereich einen extrem starken Support. Wenn der Bitcoin diesen Support hält, ist man weiterhin bullish. Wenn der Bitcoin jetzt durch 8,9K durchbricht, könnte man den Bitcoin short, natürlich keine Investmentberatung, da wir den nächsten Support erst wieder bei 8,2K etabliert haben. Auf der anderen Seite haben wir hier noch eine sehr, sehr starke Resistance bei den 9,7K. Wir haben hier das letzte Mal probiert, hier durchzustoßen. Wir haben hier dieses Aufkommen, was als Resistance dient. Wir haben den letzten Versuch, der als Resistance dient. Das heißt, solange wir nicht die 9,7K brechen, steht auch kein höheres Szenario im Raum. Wenn wir die 9,7K brechen, wäre das schon sehr bullish, denn dann hätten wir den nächsten starken Resistance-Bereich schon wieder hier oben. Das heißt, wir könnten dann wirklich, wenn wir die 9,7K brechen, eine Rallye zu den 11K hoch erwarten. Und dann wird es nochmal extrem spannend, denn bei den 11K hatten wir den letzten richtigen Double-Top. Das heißt, 11K ist dann wirklich so eine Zone der Entscheidung, ob wir es denn schaffen, wirklich mal Richtung 15K zu pushen, was immens wäre für mich. Und das ist dann so der nächste, ja, Point to watch sozusagen momentan ist einfach die Konsolidierung. Das heißt, Support Levels beachten, Resistance Levels beachten und danach seine Schritte planen für alle Hodler unter euch. Also ihr seht ja, wenn der Bitcoin jetzt wirklich 9,7K bricht, dann könnt ihr euch vielleicht nochmal überlegen nachzukaufen. Wenn ihr diesen Push noch mitnehmen wollt, zu den 11,12K hoch, sowas, zu den 11,12K, sorry, so wollte ich sagen. Und wenn ihr eben seht, dass der Bitcoin die 8,7K bricht, dann könnt ihr eben auch weitere Schritte nach unten planen, da wir dann ziemlich sicher Richtung 8,2K, 8K nochmal korrigieren, könnt ihr euch vielleicht schon mal wieder Geld auf euer Coinbase-Konto holen, um eben dann vielleicht nochmal den Dip nachzukaufen. Das ist jetzt mal meine generelle Ansicht und ja, was wollte ich jetzt noch anbringen? Wir haben jetzt schon circa 10 Minuten wieder, aber eine kleine Nachricht noch. Momentan werden ziemlich viel bullische Nachrichten verbreitet. Goldman Sachs, JP Morgan oder Stanley Morgan oder JP Morgan, Morgan Stanley. Es sind generell viele Nachrichten von der Wall Street. Wir haben CNBC, die den Bitcoin zum Mond sehen. Ich zitiere, this chart show where Bitcoin is headed to the moon. Und das ist generell ein Zeichen, wo eigentlich Vorsicht geboten ist. Man will eigentlich nicht, dass CNBC sagt, Bitcoin geht zum Mond und man will auch nicht, dass irgendwie Goldman Sachs positiv über Krypto redet und auch jetzt zum Beispiel Stanley Morgan. Warum? Es passiert ziemlich oft das Gegenteil, wenn gerade solche Institutionen, die eher dafür bekannt sind, Sachen zu zerstören, positiv über eine Sache wie Bitcoin reden. Wir sehen das die letzten Jahre. Goldman Sachs hat, glaube ich, schon tausendmal gesagt, dass Bitcoin Fraud ist, dass Bitcoin irgendwie ein Scam ist und ein Ponzi-Scheme ist und Bitcoin hat es immer geschafft, höhere Highs zu schaffen. Jetzt sehen wir genau das Gegenteil. Das heißt, es ist Vorsicht geboten und lasst euch bitte auch nicht von solchen Artikeln interpretieren. Die Quelle ist Coin, ich kann das nicht mehr aussprechen, auf alle Fälle eine deutsche Seite. Und die Seite ist einfach für mich extrem schlecht aufgebaut. Ihr seht die Werbungen, die Seite ist voll geklatscht mit Werbungen und dieses Zitat ist so lächerlich wie noch nie, denn die Quelle von Stanley Morgan wird als anonym bezeichnet. Und wenn euch jemand diese Artikel teilt in einer Telegram-Gruppe und die Quelle anonym ist, dann könnt ihr demjenigen gleich sagen, bitte solche Quellen nicht posten, denn Stanley Morgan, eine anonyme Quelle, haut nicht solche Nachrichten raus. Ihr könnt euch sicher sein, solche Player wie Goldman Sachs, Stanley Morgan, JP Morgan und so weiter, die ganzen großen Investment
Firmen, Consulting-Bereich und so weiter, die sind entweder schon ewig lang in Krypto investiert und haben Millionen an Bitcoins und wir wissen es noch nicht. Und das heißt, wir haben eine relativ große Gefahr, falls die Bitcoins auf uns dumpen oder die steigen erst ein. Auf alle Fälle läuft es nicht so, dass ein Insider sagt, okay, wir beginnen jetzt Bitcoins zu kaufen, denn das würde man merken. Ganz einfach, das würde man merken. Wenn jetzt wirklich auf einmal diese ganzen Institutionen einsteigen würden in den Markt, dann hätten wir keine Seitwärtsbewegung, dann würden wir wirklich relativ schnell zu dem oft angesprochenen Moon gehen. Nur mal so in die Richtung. Seid kritisch, was Nachrichten betrifft. Wenn zu viel bullische Nachrichten auf einmal kommen, ist das oft ein ziemliches Zeichen, wo man ein wenig aufpassen muss, weiß ich aus der Vergangenheit. Und ja, ich würde sagen, in dem Sinne, das reicht für ein Daily Update. Ich hoffe, euch hat das Update ein wenig weitergeholfen. Es ist jetzt 18:29 Uhr, wird das Video gleich hochladen für euch. Ich hoffe, es ist noch vor 19:30 Uhr sowas online. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare schreibt, wenn ihr mir ein Feedback gebt und wenn ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben da lässt, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir sehen uns morgen, spätestens übermorgen vielleicht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, euer Technik-Crypto.